Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, ich spreche zur Petition 00405-1118. Der Petent fordert hier die Abschaffung der Rundfunkbeitragspflicht. Er stellt darauf ab, dass damit jeder Haushalt zur Beitragspflicht herangezogen wird und bemängelt, dass damit nicht differenziert wird, inwieweit überhaupt öffentlich-rechtlicher Rundfunk konsumiert wird, inwieweit überhaupt Endgeräte in dem jeweiligen Haushalt eventuell vorhanden sind. Das wird Sie nicht weiter wundern. Ich hatte zu dieser Thematik auch schon mehrfach ausgeführt. Die AfD sieht es ähnlich. Auch wir sind für die Abschaffung der Rundfunkbeitragspflicht. Deshalb sprechen wir uns hier für Berücksichtigung aus. Man hat sicherlich früher einmal nach dem Zweiten Weltkrieg darüber diskutieren können, ob das Modell, was man damals gefunden hat, auch mit der Rundfunkgebühr, die dann zu zahlen war, wenn ein Endgerät vorhanden war, sei es ein Radio, sei es später ein Fernsehapparat, der richtige Ansatz war. Das mag damals so gewesen sein. Die Zeiten haben sich jedoch geändert. Die haben sich insoweit geändert, als dass man heute kaum mehr davon sprechen kann, dass die Grundversorgung nur noch über öffentlich-rechtlichen Rundfunk dargeboten und sichergestellt wird. Denn inzwischen gibt es diverse andere Medien, breit aufgestellte Medien, Spartenkanäle. Es ist ein unglaublich breites Angebot inzwischen, über das man sich informieren kann. Und es bedarf der öffentlich-rechtlichen Sender diesbezüglich nicht mehr. Es bedarf dieser auch so umso weniger, als das immer deutlicher wird, dass es sich eben nicht um pluralistische Meinungsvielfalt handelt, die dort präsentiert wird, sondern dass es mehr und mehr, ich hatte es ja schon einmal angesprochen, in Richtung Hofberichterstattung geht, dass immer öfter einseitig berichtet wird. Man könnte sogar sagen, im Extremfall ein bisschen zu manipulativ berichtet wird. Insofern sieht meine Fraktion hier kein Argument mehr dafür, dass man sagen muss, das, was heute im öffentlich-rechtlichen, in der ganzen Breite der öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen ist, rechtfertigt noch die Finanzierung in Höhe von knapp 9 Milliarden Euro aus dem Rundfunkbeitrag. Im Gegenteil, wenn denn die öffentlich-rechtlichen Sender so gut sind, wie sie selber für sich in Anspruch nehmen, dann mögen sie sich doch bitte dem Wettbewerb stellen, über Bezahlfernsehen oder Ähnliches. Diejenigen, die es sehen wollen, die sind sicherlich auch bereit, weil sie meinen, es hat eine besondere Güte, was sie da sehen. Die sind sicherlich auch bereit, dafür entsprechend zu bezahlen. Diejenigen, die es nicht mehr sehen wollen, dass man diese auch zur Kasse bittet, obgleich sie sich völlig dagegen verwehren, obgleich es gar nicht in Betracht kommt, mehr einen Fernsehsender der Öffentlich-Rechtlichen einzuschalten, zum Beispiel, weil es schlicht am Fernseher fehlt oder am Rundfunkgerät. Auch das ist heute alles nicht mehr nötig. Und weil man auch meint, nicht über das Internet öffentlich-rechtliche Programme konsumieren zu müssen. Diejenigen sind dann aber eben auch von der Pflicht der Beitragszahlung zu befreien. Denn eins ist doch ganz klar, der Gedanke, man erreicht alle mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist ein Trugschluss. Man erreicht nur diejenigen, die es sowieso sehen wollen, diejenigen, die es ablehnen, die erreicht man sowieso nicht. Den kann man also die sogenannte Grundversorgung auch nicht mehr bieten. Und da kommt man auch mit dem Bildungsauftrag nicht weiter, denn diese Menschen bilden sich auf andere Art und Weise. Und ich kann nicht erkennen, trotz Fake News und aller dieser Dinge, die es unbestritten gibt, kann ich trotzdem nicht erkennen, dass es nicht möglich sein soll, sich abseits des öffentlich-rechtlichen Rundfunks qualitativ hochwertig, zum Beispiel über Printmedien und Ähnliches, in einem Umfang zu informieren, dass man sehr wohl sich eine vernünftige, differenzierte, gar wissenschaftspropedeutisch ausgelegte Meinung verschaffen kann. Deshalb sind wir der Meinung, die Rundfunksbeitragspflicht ist abzuschaffen. Wie gesagt, das Modell ist insgesamt umzubauen im Hinblick auf ein Bezahlrundfunk, Bezahlfernsehen. Das würde nämlich auch obendrein dazu führen, dass diese unglaublich ausufernde Geldverschwendung, die man immer wieder sieht, ja, selbstverständlich, zu was sonst, immer wieder sieht bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, endlich eingedämmt wird und auf ein vernünftiges, sozialverträgliches, wirtschaftliches Maß zurückgeführt wird. Denn dann bräuchte es, wenn man mal so weit sein würde, bräuchte es nämlich auch nicht mehr einen Beitrag von 17,50 Euro, sondern man könnte es wesentlich günstiger gestalten oder umgekehrt. Das, was die öffentlich-rechtlichen Sender dann durch ein Bezahlfernsehmodell einnehmen würden, das würde dann sicherlich auch reichen, um ein Programm zu leisten und anzubieten, das eher dem Bereich Grundversorgung entspricht, wo nicht das allermeiste teures Unterhaltungsprogramm ist, wie es heutzutage der Fall ist. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat sich der